Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus eurem ESP32 bzw. eurer NodeMCU einen WLAN-Repeater bauen könnt. Die NodeMCU ersetzt natürlich keinen vollwertigen Repeater, ist aber eine einfache und kostengünstige Lösung, falls man einen Repeater braucht. Außerdem sollte noch erwähnt werden, dass man diesen Repeater dann auch mit einer Powerbank benutzen kann. Das heißt, wenn ihr keinen Strom zur Verfügung habt für den normalen Repeater, könnt ihr diesen Repeater mit einer Powerbank betreiben. Ich habe den ESP32 zum Beispiel für ein Smart Home Gerät benutzt, das etwas weiter weg ist von dem WLAN Router und ich hatte halt keinen Empfang damit. Das Problem dabei war, dass keine Steckdose in der Nähe war, dort wo der Repeater aufgebaut werden sollte. Und außerdem war das Ganze auch noch im Freien. Das heißt, wenn es geregnet hätte, wäre der Repeater nass geworden. Deswegen habe ich mich halt für die einfache und für die kostengünstige Variante entschieden. Und was soll ich sagen? Das Ding ist seit circa einer Woche in Betrieb und funktioniert ohne Probleme. Wie gesagt, das ist kein Ersatz für einen vollwertigen Repeater. Die Geschwindigkeit ist ja für 720p, 1080p Videos auf YouTube reicht es alle Male. Aber sobald zu viele User auf den ESP zugreifen, wird das Ganze zu einem, dann macht das Ganze keinen Spaß mehr. Aber wie gesagt, als kleines Bastelprojekt oder als Notlösung ist es allemal eine gute Sache. So, wie das Ganze gemacht wird, möchte ich euch jetzt zeigen. Alles, was ihr dafür benötigt, ist einmal die Datei zum Flashen und einmal ein Flash-Tool. Das Ganze gibt es hier, zumindest die Datei zum Flashen gibt es hier auf der GitHub-Seite. Das verlinke ich euch später im Video. Und das Tool zum Flashen gibt es hier auf dieser Seite. Auch das verlinke ich euch unter dem Video danach. So, dann legen wir mal los. Als erstes müsst ihr die Datei natürlich entpacken. Dann startet ihr die Exe-Datei, wartet kurz, bis das Fenster aufgeht. In dem Fenster wählt ihr dann ESP8266 aus. Und hier müssen wir jetzt unsere zwei Dateien auswählen, die wir hochladen möchten. Diese befinden sich in dem Ordner mit der Firmware. Das ist die hier. Die suchen wir jetzt aus. Zum einen benötigen wir diese Datei mit den 5 Nullen. Und als zweite Datei benötigen wir die 02000. Die zwei Dateien wählen wir aus. Hier hinten müssen wir dann noch was eintragen. Und hier unten auch nochmal. Die Zahlen hier ergeben sich aus dem Dateinamen. Das heißt, die oberste Datei heißt halt 0x und 5 mal die 0. Und die zweite Datei heißt halt 0x02000. So, wenn ihr das ausgewählt habt, müsst ihr hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das Ganze gilt jetzt, wie gesagt, für die NodeMCU, für den ESP32. Da stellt ihr das Ganze so ein wie hier. Hier unten wählt ihr noch euren COM-Port aus, an dem die NodeMCU angeschlossen wird, und die Baudrate. So. Dann schließen wir die NodeMCU mal an. So, bevor ihr den USB-Stecker in euren Computer steckt, haltet ihr die Flash-Taste gedrückt und steckt dann das Kabel ein. Den Taster haltet ihr einen Augenblick gedrückt, bis der ESP mehr oder weniger hochgefahren ist, also 1-2 Sekunden. Könnt ihn dann loslassen und als nächstes drücken wir hier den Start-Button. Die LED auf dem NodeMCU-Board fängt an zu blinken.
Ich hoffe, das sieht man auf dem Video, weil es ist noch ein bisschen hell. Das Ganze dauert, wie gesagt, nur ein paar Sekunden, also sind gleich fertig. So, der Flash-Vorgang ist abgeschlossen. Hier steht Finish. Das heißt, wir sind fertig und können das Programm jetzt schließen. Wenn das Programm geschlossen ist, muss die NodeMCU noch mal kurz durchgestartet werden. Das heißt, USB-Kabel aus dem Computer raus und wieder reinstecken. Und wieder rein. Jetzt sollte, wenn alles geklappt hat, hier gleich ein Netzwerk auftauchen, beziehungsweise ein Access Point. Hier ist er auch. Mit dem müsst ihr euch zuerst mal verbinden, weil wir müssen den Access Point jetzt noch konfigurieren. So, wir sind mit dem Access Point verbunden. Jetzt müsst ihr auf die Internetseite von dem Teil gehen. Das ist hier die 192.168.4.1. Dort tragt ihr jetzt die SSID eures WLANs ein und das dazugehörige Passwort. Hier wählt ihr am besten AutoMesh ein, dann müsst ihr nichts weiter konfigurieren und der Access Point ist sofort einsatzbereit. Das heißt, wenn ihr diese zwei Sachen eingetragen habt, klickt ihr hier auf Connect. Die Daten werden ans Board geschickt und das Board startet neu. So, wie ihr seht, das Board fängt an zu blinken. Das Handy ist mit dem Board verbunden. Das kann man daran sehen, dass die LED ein bisschen komisch blinkt. Also wir spielen jetzt gerade ein YouTube-Video ab. Und wie ihr seht, die LED ist ziemlich schnell am Blinken. Das heißt, es werden Daten übertragen und deswegen blinkt sie so wild. So, mal gucken, was für eine Auflösung das Video hat. Die können wir noch ein bisschen hoch machen. Ich teste das Ganze jetzt mal mit 720p. Ein bisschen vorspulen. Ja, das Ganze scheint zu funktionieren. Hier oben sehen wir gerade die Übertragungsgeschwindigkeit, in dem das Video abgespielt wird. So, halten wir das Ganze nochmal an. Falls ihr diese Mesh-Funktion nicht aktivieren wollt, beziehungsweise den Access Point unter einem anderen Namen laufen lassen wollt, das funktioniert natürlich auch. Dafür gehen wir auf unseren ESP. Dafür brauchen wir zuerst mal die IP-Adresse. Die finden wir zumindest bei mir jetzt in der Fritzbox. So, hier ist er. Das ist die 203. Wenn ihr hier was anderes eintragen wollt, dann macht ihr das folgendermaßen. Ihr nehmt zuerst mal das AutoMesh raus und klickt einmal auf Connect. Ihr müsst das in zwei Schritten machen. Wenn ihr das in einem Schritt macht, dann übernimmt er nicht beide Einstellungen. Deswegen zuerst mal das AutoMesh raus. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier jetzt eine andere SSID vergeben. Zum Beispiel jetzt geben wir mal YouTube ein. Und Passwort können wir so lassen und klicken hier auf Set.
Jetzt werden die Konfigurationen wieder auf den ESP geschickt. Und wie man jetzt hier sehen kann, ist hier ein neues Netzwerk aufgetaucht namens YouTube. Damit verbinden wir uns mal. Geben hier auch wieder das Passwort ein. So, und wir sind jetzt mit dem Access Point direkt verbunden. Hier können wir jetzt auch noch mal kurz ein Video testen. Das hier wird abgespielt. Wie gesagt, erwartet keine Wunder von dem Gerät. Es funktioniert, es macht seinen Dienst. Es ist nicht als richtiger Repeater gedacht. Noch eine Sache, der ESP ist jetzt circa 5 Meter von dem WLAN-Router entfernt und muss durch ja, 2-3 Wände gehen. Deswegen ist vielleicht der Empfang nicht so gut, aber es passt schon. Wir können das Ganze auch noch mal mit der Fritz-App testen. Dafür gehen wir mal hier auf WLAN messen. Und ja, Geschwindigkeit, was er hier zeigt, passt soweit. Ist eigentlich okay. So, ich würde sagen, passt. Das Ganze funktioniert auch mit dem ESP12. Den habe ich eigentlich in Betrieb für dieses Smart Home Gerät, weil der einfach kleiner ist. Ich zeige euch das Ganze, wie ich es umgesetzt habe mal. Und zwar habe ich hier diese kleine Box. Ich muss mal rauszoomen. So, hier habe ich den ESP12 drin, ein USB-Kabel angeschlossen und das Ganze sieht so aus. Ein ESP12 habe ich auch noch. Der ist ja um einiges kleiner wie der ESP32. Ist auch dementsprechend viel schwächer, das heißt über den Videos schauen macht nicht wirklich Spaß. Aber es funktioniert auch. Der passt natürlich super hier rein. So Leute, die Links und weiterführende Informationen packe ich euch in die Videobeschreibung unterm Video rein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein Abo. Viel Spaß mit eurem Smart Home und bis zum nächsten Mal.